Astronauten, Taucher, Individuen mit Gasmasken, diese Figuren sind immer präsent in meinen Arbeiten. Vor allem Astronauten haben bei mir immer schon eine große Bedeutung gehabt im Sinne von, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich fliegen, schweben könnte, quasi schwerelos wäre? Der Wunsch, den der Mensch seit jeher hat und gehabt hat, dem er ja dann schlussendlich auch nachgekommen ist. Also was wäre, wenn ich etwas tun könnte, das außerhalb meiner Fähigkeiten ist, was für mich immer schon, war für mich immer schon präsent. Der Wunsch auch in einen Zustand zu geraten, der sonst nicht möglich ist, der außerhalb der menschlichen Fähigkeiten liegt. Menschliche Fähigkeiten übersteigt. Also das, was wäre wenn, ist eine zentrale Frage für mich gewesen. Und die versuche ich in meinen Bildern immer reinzubekommen. Diese narrative Momentaufnahme eines Geschehnisses, das immer auf eine Vergangenheit und eine Zukunft Zugriff hat. Und eben diese Fragestellung aufwirft. Somit ist dieser Faktor Zeit auch drinnen, den ich nicht zuletzt dadurch zu schaffen versuche, indem ich etwas inszeniere, das sich aus Realem und Imaginärem zusammensetzt. Wenn man diese Räume betrachtet, steht immer der Mensch im Mittelpunkt des Geschehens, der Mensch, der als eigenes Individuum lebt. Ich bin hier auf der Spur nach dem Innen und dem Außen. Also wo ist das Subjekt und wo hört das Subjekt auf? Wo fängt das Umfeld an? Wie reagiert das Subjekt auf das Umfeld, das ihm umgebende, die Situation? Es sind im Grunde genommen Körper- und Geistesbilder, Wechselspiel zwischen Innen und Außen, zwischen dem Sichtbaren, das wir vielleicht als Realität bezeichnen würden. Also das Sichtbare gepaart mit dem Unsichtbaren, dem Mysteriösen, Unerklärbaren und immer wieder die große Fragestellung, was dahinter steht. Ich würde das als imaginäre Realitäten bezeichnen. Dieser Raumfahrer, dieser Weltentaucher, wie man ihn auch immer bezeichnen will, ist im Grunde genommen eine Metapher, ein Eintauchen in andere Sphären, in eine neue Realität. Gleichzeitig ist es aber auch ein Symbol der klaren Abgrenzung. Betrachtet man ein wie auch immer geartetes individuelles Agieren, so treten gleichzeitig Fragen nach den Grenzen beim Individuum auf. Ist die Grenze wie ein Membran, das für verschiedene durchlässig ist? Wenn man das weiterspinnen will, stellt sich für mich dann die Frage, inwieweit es eine Vernetzung gibt, inwieweit wir alleine agieren können, beeinflusst werden, selber beeinflussen und ob wir überhaupt autark agieren können. Da ist der Schutzanzug gilt für mich zum einen dann als Symbol im physisch-materiellen Sinne, zum anderen als Schutz vor Einflüssen im übertragenen Sinne, als Symbol für Behausung, als Behausung im engsten Sinne, als Grenze von Haut, Hülle, Form bis hin zum Raum im weiteren Sinne, im Sinne des sozialen Umfeldes. Und da entstehen dann dadurch wieder entsprechend die Räume. Ich sehe diesen Innenraum als ein membranhaftes Hautdich, eine Brücke zwischen Psyche und dem Körper einerseits und der Verbindung zwischen eigenem Individuum und der Außenwelt und anderen Individuen andererseits. Der Umraum, der vordergründig vielleicht
als Nebensache erscheinen mag, ist für mich jedoch gleichbedeutend. Das meist Schwarz, in dem das Subjekt oder Objekt platziert ist, kommt im Grunde genommen dieselbe Relevanz zu wie dem Objekt, das ich abbilde. Das Objekt ist im ersten Moment vordergründig, da man natürlich vorerst auf das Gesehene, auf das, was man visuell wahrgenommen hat und fokussiert und beachtet zunächst den Umraum nicht. Und gerade deswegen, weil die monochromen Bildflächen meiner Arbeiten eine große Bedeutung haben und auch immer wieder entsprechenden Raum im Bild einnehmen, werden sie vielfach visuell vernachlässigt. Erst im zweiten Moment merkt man dann, dass diese Bildfläche die Bedeutung des Bildtragens hat, im Sinne der Verankerung des Dargestellten. Man fragt sich dann, wo befindet sich diese Figur, dieses Objekt, in welchem Aggregatzustand ist diese Figur, dieses Objekt eingebettet. Und daher ist es für mich auch, darum hat es auch für mich auch diese Relevanz. Ich versuche, dieses Objekt so zu platzieren, dann, dass diese Relevanz vorhanden bleibt, dass diese Mystik des Bildes, diese Fragestellung immer präsent ist. Ein wesentlicher Bestandteil in meiner Arbeit ist sicherlich auch der Selbstversuch und die genaue Analyse. Auch wenn meine Herangehensweise subjektiv sein sollte, geht es mir doch immer wieder darum, dem Realitätsbegriff näher zu kommen. Wir leben in einer rational entmystifizierten Welt, die beinahe vollkommen erklärt wurde, dass sich gerade deswegen für mich immer wieder die Frage nach dem Unerklärbaren stellt. Selbst wenn das meiste wissenschaftlich belegbar ist, bleiben für mich doch immer wieder Fragen offen. Der Verstand mag es vielleicht begreifen, die Seele jedoch nicht. Und trotzdem bleibt ein Teil unbelegbar, mystisch und unendlich.